Ups. Brauche ich aber einen Kühlschrank. Kühle Schranke. Oh, ein Kühlschrank. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Empyrean. Immer noch mit Muffy. Hallöchen. Und jetzt habe ich ihn aber überfordert. So, warte mal, PK, wo ist jetzt PK? Hier ist PK-Ladung. GR. Wir brauchen Restrum-Gel, elementares Pentaxid 15 und Kohlenstoffsubstanz. Oh je. Na, mal gucken. Ich mache mal 10 Stück, mal gucken, ob es passt. So, 15. Entschuldigung. Alles gut. 15. Aber haben wir nicht sogar. Ach nee, aus der Basis nehme ich mal nichts raus, oder? Ich mach's mal extra. Ach, siehst du, dafür. Siehst du, ich hab da gewusst, dass bloß gut, dass ich noch Pentaxid übrig gelassen habe. Restrum. Okay, wir haben nur noch 7 Barren. Oh je, das wird eng. Aber gut, wir haben jetzt schon 75. Geht das ja. Krass. So, dann wollte ich mal gucken. Ich habe gerade eine Laserpistole T2 gefunden. Laserpistolenzellen. Auch elementares Pentaxid. Mache ich da auch nochmal Zähne. Aber LS-Ladung. Kleines Raumschiff. Bodenkleider. Achso, okay, das sind die Geschütze für großes Raumschiff. Großes Raumschiff. Basis. Ah ja. Okay. Was mich jetzt bloß interessieren würde, der Bohrer T2 für das. Warte mal, für das große Schiff. Braucht der auch irgendeine Ladung oder funktioniert er dann einfach so? Okay, wir haben 150 Schuss für das Plasmageschütz. Ist aber nicht viel. Aber ich kann auch keins mehr bauen, jetzt fehlt das Restrum-Gel. Aber woraus macht man denn Restrum-Gel? Aus. Restrum-Baum 2. Aber wir haben nur noch 7. Ach nee, ich habe nicht aktualisiert. Ja, müsste mal rausgehen. Ah, wir haben keine Restrum. Doch, hä, wir haben nur noch 7. Achso, das stellt er wieder nicht selber her. Na, dann mache ich das jetzt. Ach, dieses Pentaxid fehlt ja auch noch. Das elementare Pentaxid fehlt ja auch noch. Okay, ich habe noch 3-mal Gel und ich brauche 2-mal. Ah, da wird das elementare Pentaxid nicht mehr reichen. Warte mal, was ist denn hier? Brauchen. Ja, ich brauche 20. Und ich krieg nur 5 raus. Ja. Was natürlich blöd ist, das mit den Komponenten ist natürlich echt bescheiden. Wir müssen das jetzt aus der Kiste rausnehmen und dann händisch wieder hier reinpacken. Das ist auch ein bisschen dämlich. Aber sonst hätten wir die Kiste ja nur noch voll mit irgendwelchem Scheiß. So. Achso, übrigens Kobalt wollte ich zwischendurch besorgen. Ja. Habe ich euch jetzt mal nicht mitgenommen. Das wollte ich euch jetzt ersparen. Ich hatte doch noch. Ach genau. Laserwaffen-Upgrade. Hatte ich noch. Dann brauche ich mal noch den Kühlschrank. Nee. Wo war denn das Zeug drin? Zutaten hier. Kannst du da reinschmeißen. Alter, wir haben Brot. Wir haben Brot? Ja, ich glaube, das liegt bloß in einem anderen Kühlschrank. Aber viel bringt das Brot jetzt nicht. Habe ich mal festgestellt. Basis. Festung. Wo ist denn hier der
Nahrungsmittelkonstruktor. Kühlschrank, Munitionskiste, Schrank. Konstruktor Input. Achso, nee, da muss ich ja über Geräte gehen, hä? Ah, stimmt. Mal auf P, Geräte, Nahrungsmittel. Wo sind die Nahrungsmittel? Da. Na toll, welcher Prozessor ist denn das jetzt? Ist das jetzt der richtige? Ne, das war der falsche. Klasse. Ne, das ist der richtige. Ich hab jetzt Bock auf einen Burger. 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 Ich hab jetzt Bock auf einen Burger. So, dann kann ich eben rausgehen. Kühlschrank. Ist das jetzt der bei. Ist das jetzt der Food-Kühlschrank? Ja. Oh, voll. Ey, der Burger bringt einen Haufen, ey. Ja. Ja. Der Nahrungswert 205. Ja, der bringt mehr als die Fleischbüchsen und die Veggie-Büchse. Aber hat halt eine Verfallzeit von 74. Mhm. Ist natürlich blöd, aber was willst du machen? So, warte mal, das muss da rein. Jetzt muss ich meine 15 mm Kugeln halbieren. Ach komm, 800 Schuss reichen auch zu. Kommst du wieder? Willst du zeigen oder? Ja, warte, ich bin sofort da. Du hast ja vor der Aufnahme schon gerufen, dass ich mal rüberkommen soll. Ja, ich bin sofort da. So, ich mach mal schnell noch. Mal gucken, wie viel noch geht. Ja, das war's, okay. Also haben wir jetzt nochmal 100 Schuss. Ach, das war doch falsche Kiste. Mann. Oh ne, das war's falsche. Fuck. Kann ich das jetzt auch dekonstruieren? Ich ja. Warte, das probieren wir schnell. Lass das mal hier rein. Aber ich glaube, wir kriegen sowieso nicht alles wieder. Machen wir das mal an. Ah, scheiße, da fehlt mir das Gel. Das Gel habe ich nicht wieder gekriegt. Mal gucken, vielleicht kann ich es doch nochmal herstellen. Ich muss jetzt gucken. Das war jetzt. Ne, nicht KR, sondern. Ah, scheiße, großes Raumschiff. Ne, fehlt. Geht nicht. KR war kleines Raumschiff, aber dafür haben wir so eine Waffe nicht. Naja, gut, okay. Alles klar. Also brauchen wir unbedingt Arrestrum. Für das Arrestrum Jail. So, jetzt kommen wir erstmal zu dir, Robert. Das klingt so geil. Mega. Absoluter Hammer. So, ich würde sagen, ich klatsche da noch ein paar Düsen dran. Also ein paar Triebwerke. Und dann könnten wir mal einen Jungfernflug machen, oder? Was meinst du? Oder soll ich es noch zubauen, da wo es noch offen ist? Ja, das am besten. Okay, dann machen wir es erst noch zu. So, hier jetzt rein, oder was? Jo. Oh, okay, ein bisschen Tapete wäre cool. Ja, nein, das ist erstmal rustikal. Rustikal? Was läuft denn eigentlich? Ah, kenne ich schon. Also Schlafzimmer ist geil. Ich würde hier sitzen. Die ganze Zeit würde ich hier sitzen. Scheiße, wie komme ich wieder weg? Ach, mit F. Ja, gut, okay. Ein IKEA-Regal. Geil. Ich dachte, die gibt's nicht mehr. Cool. Ah, die gibt's doch. Warum kann ich das Bett nicht benutzen? Ich weiß es nicht. Das ist ja blöd. Und hier nehme ich mal an, ist die. Oh, sogar mit Waschbecken. Oh, noch ein IKEA-Regal. Das ist ja cool. Oh, Dusche. Geil. Oh. Oh. Gehst du bitte raus? Das ist unerhört. Oh. Oh. So. Ich oder was? Mensch, jetzt halt die Klappe. Mann, ey.
Oh, diese Stresser, wo bist du denn jetzt draußen? Wohlbemerkt ist das für eine Familie, gell? Also. Echt jetzt? Cool. Mega geil. Für eine Familie. Was ist das? Das ist so der typisch hier. Großer Bruder. Weißt du, pass auf. Oh, oh, oh. Ja, Schwesterchen. Oh. Alter, jetzt ist es pädophil. Nee, Quatsch. Nee, aber es sieht echt geil aus. Ist das eine Küche? Ja. Cool. Aber wie ist das? Das verleitet schon, ne? Also du weißt schon, das ist grenzwertig. Nee, aber es sieht echt geil aus. Hat was. Hat was. Das müsste normalerweise, sobald unten jemand das Bad betritt, müsste das komplett schwarz werden, dass man nichts mehr sieht. Naja, also grenzwertig wäre das hier. Guck. Ja gut, okay. Ja, wenn es hell wäre. Ja, stimmt. Dann, das wäre noch grenzwertiger. Ja, das stimmt. So geht das ja noch. Ja. Es ist halt mit Filter. Ich kann ja noch ein Poster dran klatschen, mir ist aber egal. Echt geil, passt schon. Ah, das ist auch geil. Ja. Sitzen, oh, Erholung. Oh. Ach so, hier kann man. Das ist halt, weißt du, das finde ich jetzt wieder blöd. Ich habe jetzt diese, du hast ja diese, mit Alt kannst du ja Rundumschau machen, ey. Was für ein Ding? Warte. Oh, dieser Sitz ist so bequem, ich muss mich gleich erstmal strecken. Vor allen Dingen ist es belegt. Ja, du kannst dich da nicht mehr hinsetzen. Ne, das ist doch doof. Ja. Ne, du kannst ja, wenn du jetzt mit Alt machst, hast du ja quasi freie Kamera, ey. Auch wenn du jetzt im Cockpit sitzt. Wenn du jetzt aber an dem Tisch sitzt, funktioniert das mit der Alt-Taste nicht. Du kannst nicht ringsrum gucken. So, na doch, naja, neben dir. Nee, ich kann nicht. Doch. Nee. Nicht gedrückt halten, gell? Nur einmal drücken. Ich drücke einmal, ja. Wenn ich jetzt V mache, selbst bei V, mit V könnte ich mich von außen an sich, könnte ich mich dann drehen. Hm. Was aber halt wirklich blöd ist, dass ich keiner gegenüber setzen kann. Ja, dann könntest du quasi auch mal so eine Szene kreieren wie, was machen wir denn heute? Hey Baby, bist du öfters hier oder was? Ching, ching. Du weißt, was ich meine, oder? Aber ungewollt, guck mal die Form. Was jetzt, wo der Tisch drauf steht, oder? In, wo die Küche ist. Hä? Wieso Form? Was meinst du? Ne, die Form von dem Glas. Von ach, dem Fenster. Achso, das mit dem Herz meinst du jetzt? Ja. Ja, das ist, aber es sieht geil aus, ja. Es wäre noch besser, wenn das Schlafzimmer unten drunter wäre. Jetzt höre ich auf. könnte man beim Snacken noch ein bisschen Fernsehen gucken. Die über 18 Streifen. Aber ich glaube, selbst wenn du dich auf das Sofa setzt, dann ist das Sofa, glaube ich, voll, oder? Ja, im Augenblick beschädigt. Das ist so ein Schwachsinn. Also, liebe Entwickler von Empyrean, mach doch mal wenigstens zwei Sitze draus. Ja. Das wäre, weil das würde diesem Roleplay-Faktor würde es echt manchmal richtig mehr geben. Und am besten mal so ein Schalter am Fernseher. Ja, und wenn nur ein Bild angeht, ist ja scheißegal. Ja. Aber nee, echt cool. Willst du die alle so machen oder machst du die alle individuell? Nee, die mache ich alles. Also oben drüber wird es genauso. Okay, alles klar. So, gut, dann würde ich sagen, ich gucke jetzt mal, dass ich das Teil hier zugeklatscht kriege. Und dann schauen wir mal. Pass auf, ich habe jetzt auf der einen Seite, habe ich jetzt die Kraftfelder dran. Wenn du mal gucken möchtest, Herr Maffi. Ich komme. Also ich mach's mal an. Die sieht man jetzt schlecht, aber ja, scheint jetzt gerade die Sonne drauf. Oh, falsche Seite. Aber das wäre jetzt luftdicht. Wo die Kraftfelder dran sind. Wo soll ich das hier an der Seite, hinten, wo das noch offen ist. Zum Wasser zu sind die dran. Ja. Das wäre jetzt luftdicht. Genauso wie das Kraftfeld hier. Das ist ja von der Laderampe das Kraftfeld. Siehst du es? Ja, oder komm am besten hoch, genau. Siehst du es? Das sieht man jetzt schlecht, weil die Sonne drauf scheint. Nee, aber ich sehe es ja. Ja. Soll ich das jetzt auf der anderen Seite erstmal genauso? Ja, du kannst da durchgehen. Die halten dich nicht. Die halten quasi nur das Weltall draußen.
Ja. Also ja, ne, mach das doch. Hinten würde ich jetzt noch zumachen. Also mit Blöcken quasi. Und die andere Seite, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich den Bus mitnehmen wollen, wobei jetzt für den Bus gar kein Platz ist. Aber könnte ich ja oben noch zumachen, dass wir dann oben drauf stellen können wenigstens. Kannst du hier noch. Geht das? Warte mal. Was denn? Ah ne, geht ja nicht. Was denn? Okay. Ne, so eine Umrandung hier. Wenigstens ein Abschluss. Weißt du wie? Lass das so. Was denn für ein Abschluss? Also. Nee, lass so. Ist okay. Ich weiß gerade nicht, was du willst. Du bist. Nee, passt schon. Du bist komisch. Ja, so, wie so ein Rahmen, sage ich jetzt. Ich verstehe. Aber es passt. Ich verstehe. Ja, ist okay. Du redest in Rätseln. Lass mich in Ruhe. Ich muss bloß mal gucken, ob ich noch solche Kraftfelder hergestellt kriege, weil ich habe nur noch eins. Sie reden in Rätseln. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe leider aber warte mal, ich hatte 14. Eins ist übrig geblieben, also brauche ich 13. Ja, brauche ich 13. 10 mache ich noch. Also brauche ich noch 12. Okay, gut. Haben wir das. So. Da kommt keine Kommentare, jetzt mach deine Büchse auf oder was. Was? Schlaf weiter, Muffy. Schlaf einfach. Nee, ich hab die Büchse. Ich hab die dich gehört. Ja, dann hättest du ja mal so wie. Musst du jetzt schon saufen? Oder kannst du nicht warten bis nach der Aufnahme? Hättest du es nicht schon vorher aufmachen können? Kannst du mir eins rüberreichen? Nein. Ey. Warum? Es ist ja kein Bier. Achso. Ist doch egal. Ich trinke kein Bier aus der Büchse. Ich trinke jetzt Energy. Energie, um dich auszuhalten. Aber ich denke jedes Mal, wenn ich hinten in dem Raum bin, wo der Konstruktor drin steht, dass die Basis schon wieder leer läuft. Ich hör dich nicht manchmal. Wieso? Warum? Was keine, ist? Weil, keine Ahnung. Aber ich höre dich super. Ja, aber ich habe dich jetzt nicht gehört. Ich habe nur Konstruktor gehört und das war's dann. Dann machst du weg. Ich habe gesagt, jedes Mal, wenn ich hinten bei dem Konstruktor drin stehe, denke ich, dass die Basis leer läuft. So. Weil da kein Licht hinten drin ist. So, jetzt haben wir hier zwei solche schönen Landepads, aber alle Schiffe, die wir bauen, sind viel zu groß. Aber wollten wir uns nicht eh nochmal den Spaß mit einem Bodengleiter machen? Ja. Auch wenn wir die Scheißdinger hassen. Ich mach's nicht, aber ja. Was? Du hast es nicht? Nein, ich mach's nicht, aber ja. Wollt man. Achso, du baust also keinen, meinst du? Nee, ich komm damit nicht klar. Okay. Toll, bleibt das wieder an mir hängen. Klasse. Finde ich schön, wie du dich aus der Affäre ziehst, du Arsch. Ach so, ja, andere Frage. Wir haben jetzt ja drei Gefechtstürme. Reichen die? Die müssen. Die müssen reichen? Ja gut, wir wollen ja eh bloß erstmal, ich sag mal, gucken, oder? Ja. Vorsichtig schauen. Vorsichtig schauen. Das Schlimme ist natürlich, wenn wir drüben abkratzen, wo ist das? Aber ja, komm, wir machen das jetzt einfach auf. Wir machen das jetzt auf Glück. Kadut, genau. Wir reizen unser Glück jetzt aus. Output ist ja jetzt schon mal. 12 Stück. Jetzt habe ich nochmal 13. So, dann setze ich jetzt noch die Kraftfelder. Dann mache ich oben das Dach noch zu. Und dann werden wir sehen. Ich habe dich jetzt wieder nicht gehört. Ich habe gesagt, ich setze jetzt noch die Kraftfelder und dann mache ich das Dach noch zu. Ah, okay. Hä? Wieso ist mir zu heiß? Was ist denn jetzt kaputt?
Ach so, weil die Triebwerke anmohren. Okay, Alter. Jetzt habe ich kurz Angst gehabt. War das jetzt der 3x1? Ja. Warum gibt's eigentlich nicht 3x5? Ist das jetzt in der... Nee, scheiße. Ja, das ist wieder in der Höhe 3x5. Warum gibt's das eigentlich nicht in der Breite? Was ist denn das für ein Kack? Hm. Dann bräuchte ich nämlich gar nicht so viel. Ey, ich hab gematscht. Ich hab voll reingefasst. Halt die Klappe. Ach, jetzt weiß ich, glaube ich, was du meintest. Mit dem mach doch mal einen Abschluss. Ja? Aber da müsste ich draußen noch eine Reihe dran setzen. Weil innen kann ich jetzt nicht mehr setzen. Da müsste der, na gut, da müsste ich es drehen. Aber da müsste ich es außen ansetzen, wie gesagt. Aber warte mal. Nein! Och, Schwein gehabt. Och, was ist denn los, ey? Hast du genießt? Nee, das war ein Husten. Ich gar nicht gehört. Ist ja auch nicht aufgefallen. Maffi, bleib ruhig. Ui. So, warte mal. Ich glaube, mit dem Rahmen, ich weiß wirklich, was du meinst. Hä? Hey. WTF. Was? Nee, wohl diese scheiß Zugbegrenzung hier. Also du kannst ja nur so und so viel ziehen, das meine ich jetzt. Ach so. Und da war ich jetzt gerade schon beim Limit und dann war alles weg. Alles gut. Ich hab's gerettet. So, jetzt könnte ich das theoretisch auf die Seite setzen. Aber wie gesagt, es bleibt ja eh nicht so. Das ist ja eh alles nur erstmal, dass wir überhaupt mal zu Potte kommen, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das so nicht. Sei so wie es ist. Sei jetzt so wie es ist. Was kurz, mit den nehmen, mit dem Abschluss? Nee, das generell, das große Schiff gefällt mir so nicht. Weil ich würde es gerne fertigstellen, aber das dauert alles zu lange. Ja. Wir möchten ja auch noch, wir möchten ja jetzt schon ein bisschen was sehen. Also von daher. Ja. Ist das schon in Ordnung, dass man jetzt mal ein bisschen vorgreift. Ist alles cool. Das ist alles gut. Vielleicht ändere ich meine Meinung und das bleibt dann auch so, das Abteil, dass ich das bloß ein bisschen größer mache. Dass man halt auch, wie gesagt, dass die Laderampe nochmal wegkommt hier vorne. Oder jetzt gerade hinten. Dass man dann sagt, gut, das wird der Hangarplatz mit den Kraftfeldern. Und ja. Nee, halt, warte mal, ich muss doch. Es gibt doch, glaube ich, auch so eine kleine Scheiße. Hier ist es doch. Kann ich das doch richtig genau so abschließen lassen? So, ich hätte den Symmetriebaumodus anmachen sollen. Dann muss ich die ganze Scheiße nochmal machen. Wäre ich nämlich viel schneller gewesen. Nee, weil dann könnte man ja zum Beispiel dann über den Hangar irgendwie die Brücke machen, dann nochmal. Oder nochmal ein extra Teil oben drüber, wo jetzt zum Beispiel. Der ganze Elektronik-Quatsch drin ist, was jetzt hier einfach so rumsteht im Schiff. Und ja. Aber wie gesagt, zurzeit sehe ich das jetzt gerade so. Also mir gefällt das Ding so nicht, sage ich so, wie es ist. Ich kann mich damit anfreunden für eine gewisse Zeit, aber dann, wenn es mich sackt, ist es vorbei. Dann baust du um. Na, dann baue ich weiter. Und vor allen Dingen wird es auch aufgerüstet, alleine schon von den Waffensystemen. Das ist mir eigentlich auch noch zu wenig und viel zu gefährlich, dann jetzt loszufliegen. Sag ich so, wie es ist. Aber das Gute ist ja, wir haben eine Reparaturplattform. Ich weiß gar nicht, ob die für große Schiffe überhaupt zählt. Das weiß ich gar nicht. Ob das Ding dafür ist. Ich hoffe, es ist einfach mal. Ehrlich gesagt auch nicht. Ich hoffe es jetzt einfach mal. So. Genau. Aber wir wollten ja eh noch ein größeres Landepad bauen. Ja. Mit einer Reparaturstation. Wo man quasi jetzt alles reparieren kann. Kleine, große Schiffe. Also ich gehe mal davon aus, das wird auch schon für große Schiffe sein. Bloß das wird ein bisschen mehr in Anspruch nehmen, denke ich mal. So.
Also ich mache das jetzt hier oben wirklich bloß glatt zu, hey. Ich werde jetzt hier keine Welten einreißen hier hinten. Ich mach da jetzt echt einfach bloß einen Deckel drauf. Und Deckel drauf. So. So, weil ich meine, den Bus könnten wir ja trotzdem mitnehmen. Den können wir jetzt hier oben drauf packen. Ach ne, warte mal, hier wollte ich eigentlich noch eine Waffe hinpacken. Für später. Dann nehme ich die jetzt weg und klatsche hier die Triebwerke rein. Achso, ja gut, dann müsste ich den natürlich auch noch wegnehmen. So. Okay, also jetzt haben wir nach unten auch welche. Damit Mar auch landen kann. So, jetzt ist dazu. Hier würde dann noch eine Waffe reinkommen. Irgendwie, das müsste sogar passen, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, genau. Perfekter Abstand. Sehr schön. So. Okay. Ja, das würde jetzt erstmal so bleiben. Ich weiß, es sieht grottenhässlich aus. Wie gesagt, ich kann mich damit auch gerade so noch anfreunden. Muffy kennt mich da besser. Ja. Der ist auf Garantie sowieso erstaunt, dass ich das so mitmache hier. Aber wie gesagt, ich weiß ja auch, dass es. Wir wollen ja vorankommen, wie gesagt. Von daher bin ich da jetzt völlig einverstanden mit. Jetzt muss ich bloß gucken. Also jetzt werde ich wieder genau, weil das muss jetzt auch passen. Das wäre jetzt hier. Hin oder zwei zurück? Muss ich nochmal gucken. Ist die Drohne nicht mal schneller gesunken? Okay. Zurück. So. 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 Okay, jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Antrieb. Und dann würde ich aber im gleichen Atemzug hier hinten auch noch mal eine Bremse dran basteln. Dass das Teil auch ordentlich steht. So, mach ich plus 2. Weil wie gesagt, der Bus muss ja auch noch dazwischen. Wollen wir den überhaupt mitnehmen, oder? Ja. Ja, gut. Oder? Ja, ich frage ja nur. Wenn du sagst, wir nehmen den mit, dann nehmen wir mit. Ich will jetzt halt versuchen, irgendwie geringe Schadensbegrenzung zu betreiben, dass es trotzdem irgendwie sich für mich vom Rest ein bisschen abhebt. Auch wenn das jetzt für euch wieder heißt, ihr müsst noch ein bisschen warten, bis der Kahn abhebt. Aber da müsst ihr mich auch verstehen. Ich glaube, Muffy staunt sowieso schon, dass ich das so mitmache, ja? Ja. Das gefällt mir nicht, ja. Und da geht's wieder los. Schon meckert er wieder. So, ich glaube, das sieht sogar noch besser aus. Ja. So, machen wir es. Sieht es nicht ganz so rund gelutscht aus. So, hier nochmal. Zack. Und du nochmal hier. So. So, okay. Gut. Dann haben wir das.
So, wir haben jetzt 4 zum Bremsen, 6 zum Schieben. 2 nach rechts, 2 nach links und 2 nach oben und 4 nach. Also 2 nach unten und 4 nach oben. Ich habe jetzt noch 3. Ich habe jetzt noch 3 Stück übrig. Ich bin jetzt fast gewillt, die noch für die. Ach ne, wir haben hier unten sogar schon eine 3er-Bremse. Also haben wir sogar 5 zum Bremsen und 6 zum Schieben. Das geht doch. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Okay, pass auf, ich wäre jetzt noch extra 2 mehr zum nach oben drücken, reinsetzen. Und dann wäre ich, glaube ich, oh, das mache ich mit dem Mannequin. Das mache ich mit meinem Charakter, weil sonst kriege ich eine Meise. Das habe ich auch Schwein gehabt, dass ich nicht abgerissen habe. Hm. So, ich mal den hier. So, dann kommt hier drüben noch eine hin. Oh ja, da war die Anzugsstation. So, okay, also haben wir jetzt 4, 5, 6, die nach oben drücken. Eine habe ich sicherheitshalber noch übrig. 6 zum Schieben, 5 zum Bremsen, 2 nach rechts, 2 nach links und 2 nach unten. Gut. Okay, also ich würde sagen, das könnte was werden. Das Ding sieht ja auch nicht schlecht aus. Außer der Arsch, der gefällt mir überhaupt nicht. Gut, aber aus dem Anfang kann man wenigstens was machen. Sag ich jetzt mal so. Wie zum Beispiel das mit der Bewaffnung, das ändert sich definitiv noch. Also da gibt es überhaupt nichts. Nichts. Gibt's da. Da muss ich gucken, dass ich unten die Düsen noch ein bisschen verstecke, die Antriebsdüsen. Dass die nicht gleich Opfer werden. Was ist, ich wollte den Kern noch umsetzen. Scheiße, das habe ich auch vergessen. Aber. Ich würde sagen, Muffy, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Ja. Gut, okay. Also in der nächsten Folge machen wir Kern umsetzen und dann wahrscheinlich mal losdüsen. Also, danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Ja, ciao.